Hallo wieder in unserem 7-Stern-Talk. Mein Name ist Peter Alexander und unser heutiger Gast ist der Ali Maloci. Servus. Servus Ali, schön, dass du da bist. Danke. Ali war Flüchtling, Schulabbrecher und lange so etwas wie ein Fehler im System. Der Ali hat über 15 Jahre 40 Jobs ausprobiert, um dann 2012 ein Startup zu gründen, das sich Watchado nennt und mittlerweile sehr bekannt ist. Und so etwas wie ein Handbuch der Lebensgeschichten, um Menschen und vor allem jungen Menschen Hilfe zur Orientierung in der Berufswahl zu geben. Und jetzt, Ali, hast du deine eigene Lebensgeschichte niedergeschrieben? Ja. Und was machst du so? Einmal grundsätzlich, das ist ja noch sehr frisch, du bist ja ganz ein frisch gebackener Autor. Wie fühlt es sich an, dein Buch in den eigenen Händen zu halten? Also ich habe das jetzt, als das Buch rausgekommen ist und ich es das erste Mal in der Hand hatte, habe ich es nicht realisiert. Das war irgendwie so, jetzt ist es endlich da. Nur du musst wissen, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir vorher dieses Buch selber vorgezeichnet und gebastelt und hatte auf meinem Tisch immer so ein kleines Buch liegen mit am ähnlichen Cover und habe immer mir vorgestellt, wie das eines Tages ist, das wirklich fertige Buch zu haben. Und wenn du es dann in der Hand hast, denkst du am Anfang, okay, ist das Projekt jetzt endlich vorbei? Und ich weiß noch, 2-3 Tage später war das dann. Da haben sich dann Freunde gemeldet, meine Familie hat sich dann gemeldet wegen dem Buch und plötzlich schnallst das, du hast ein Buch geschrieben. Und das ist echt arg. Das ist wirklich arg. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das auch mal zu machen. Und du haltest es ja nicht nur in den eigenen Händen, sondern wenn man beim Thalia reinspaziert, so wie ich heute, ich habe ein paar Stifte und Blöcke und so gekauft, Bestsellerregal, Platz 1, Ali Maloci. Wie gefühlt sich das an? Also ich bin am Samstag hin und habe alle Bücher draufgestellt. das Verrückte daran ist, jeder wünscht sich das ja. Also jeder denkt sich, ja, du willst, dass viele Leute das Buch sehen und es kaufen. Das Orge ist, wenn du dann mal auf Platz 1 bist, das sagt dir ja keiner. Also es ruft dich ja keiner an vom Thalia und sagt, hey, du bist auf Platz 1. Oder sondern es war Zufall, ich war letzte Woche dort und dann siehst du es plötzlich. Und irgendwie hast du am Anfang so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, jetzt kaufen es so viele Leute, hoffentlich ist kein Blödsinn reingeschrieben worden. Hoffentlich kauft es keiner und schreibt dann irgendwie eine E-Mail und sagt, das war der größte Blödsinn, den ich gelesen habe. Mittlerweile bekomme ich halt immer mehr Feedback zum Buch und ich bin halt irrsinnig dankbar. Ich bin selber ein Fan von Autobiografien und habe das natürlich selber auch gelesen. Also ich bin jetzt bei der Hälfte ungefähr. Und ich finde es so wunderbar authentisch und persönlich. Und ich kenne viele, vor allem berühmte Menschen, die sich nie so persönlich öffnen. Und ich habe selber so Autobiografien geschrieben, genau. Und habe oft das gehört, ja, warum erzählst du das alles? Willst du das, dass das die Leute die ganze Story kennen? Und ich glaube nur, dass das fair ist, eben genauso die Downsides aufzuzeigen. Und ich finde, das schaffst du so wunderbar in dem Buch. Und ich glaube, deswegen ist es so glaubwürdig und kommt so gut an. Danke. Es ist auf jeden Fall pünktlich zu deinem Geburtstag oder schon davor erschienen. Alles Gute nochmal. Kurz davor. Dankeschön. Gestern, Dankeschön. 36. Geburtstag gefeiert. 26. Seit 10 Jahren. Auf jeden Fall habe ich bei deiner kleinen Überraschungsfeier dabei sein dürfen. Und du hast natürlich eine Rede geschwungen, wie soll es anders sein, beim Ali. Die mich sehr berührt hat, die eigentlich recht kurz war, aber du hast gesagt... Es ist irgendwie was heißt denn das? Mama, Pop, jeder Mensch ist so die Summe von den Menschen, Mama quasi irgendwie so umgeben, ja. Wenn ich mir so ansehe, wer ich vor 5 Jahren war, oder welche Menschen damals vor 5 Jahren um mich herum waren, oder vor 10 Jahren, und mir ansehe, wer heute um mich herum ist, dann will ich das Leben nicht eintauschen. Im Leben, glaube ich, hat man... Ihr seid ja noch da, Burschen! Na, ich hab früher echt sein Leben gehabt. Ich habe mir andauernd immer irgendwie gewünscht, ja, das Leben eines anderen wäre cooler oder das wäre cooler oder die Menschen in meinem Umfeld. Und ich habe halt zu ihr gesagt, so wenn ich die Zeit jetzt zu mir ansehe, so zufrieden wie heute in meinem Leben war ich noch nie zuvor. Ich habe all die Dinge, die ich brauche und das sind halt die Menschen, die mir umgeben am Ende des Tages. Ja. Und jetzt meine Frage, ist dieses Umfeld das Produkt deiner Entwicklung oder ist umgekehrt deine Entwicklung ein Produkt von diesem Umfeld, von diesen Menschen, die dich umgeben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe in meinem Leben so viele verschiedene Jobs gehabt und du hörst, je nachdem, wo du in welcher Lebensphase du bist oder welchem Job du bist, bekommst du immer so Ratschläge, welche Freunde du dir suchen solltest, mit wem du Zeit verbringen solltest. Als ich mal in einem Konzern gearbeitet habe, ist mir immer gesagt worden, du musst immer schauen, die richtigen Leute um dich zu scharen, die wichtig sind für deine Karriere. Jemand anderes sagt dir genau das Gegenteil. Und dann hangelst du dich im Leben irgendwie so durch, dann hast du einen Freundeskreis und du bist nicht wirklich zufrieden, weil du weißt, die Hälfte von den Leuten, die machen sich nur lustig über dich, aber es ist eh irgendwie nett. Und
ich denke, um überhaupt bereit zu sein für den richtigen Freundeskreis, so muss man mal überhaupt bereit sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich denke, das Schwierigste in der Welt ist, eine Zufriedenheit zu entwickeln, und zwar nur mit sich selbst. Und zwar eine Zufriedenheit, die nichts mit der äußeren Welt zu tun hat, sondern nur mit uns selbst. Wir haben so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ich kann nicht beeinflussen, welche Haarfarbe ich habe. Ich kann nicht beeinflussen, wie groß ich bin, wie alt ich bin. Das kann ich alles nicht beeinflussen. Und als Jugendlicher, oder wenn du am Anfang Karriere machst, bist du so hin und her gerissen zwischen den Erwartungen und den Hoffnungen der Leute da draußen. Und so unsicher wie du bist, genauso ist dann auch quasi dein Freundeskreis. Es gibt ein paar Leute, das ist der harte Kern, und halt ein paar andere Leute, wo du weißt, richtig fallen lassen kannst dich da nicht. Und ich glaube, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren, egal ob jetzt freiwillig oder nicht, ein paar Entwicklungsschritte gemacht habe, die mich sehr stark zu mir selbst hingebracht haben. Wo ich eine tiefe Zufriedenheit mit mir selbst entwickelt habe und wo ich mir oft denke, wenn das heute der letzte Tag meines Lebens ist, dann ist es okay. Es gibt nichts, wo ich sage, das muss ich noch erreichen. Es gibt nichts, wo ich sage, oh Gott, um das habe ich mich jetzt nicht gekümmert und, und. Und als ich zu meiner Überraschungsfeier eben im Kreise von all diesen Personen gestanden bin, habe ich mir echt gedacht, es gibt nichts, was ich verändern würde. Und jede einzelne Person, die dort ist, die habe ich mir erst erarbeiten müssen. Ich glaube, dass wir Menschen uns in unserem Leben ja auch von Fehler zu Fehler scheitern. Ja, also quasi nach oben scheitern, da gibt es ja diese netten Sprüche, dass wir uns im Leben immer nach oben scheitern. Und genauso sind die Menschen, die wir in unserem Leben haben, glaube ich, nur ein Spiegelbild von dem, wo wir in der Konstellation der Welt stehen. Und auf deine Frage zurückzukommen, habe ich mir das ausgesucht oder bin ich ein Produkt des Ganzen? Unsere Welt, glaube ich, es geht alles in beide Richtungen. Unsere Welt ist wie ein großes Netz, das zusammenhängt, und wenn es da ein bisschen ziehst, bewegt sich irgendwo auf diesem Planeten irgendwas anderes mit, auch wenn wir es nicht direkt mitkriegen. Und ich denke, dass man das so nicht beantworten kann. Sondern das ist immer ein Konstrukt von ganz vielen Dingen, die zusammenhängen. Klar ist nur, egal ob wir Menschen auf unser Leben wirken oder nicht absichtlich wirken, wir verändern immer was. Und ich glaube, das muss uns eher bewusst sein. Du bist ja so ein schönes Symbol für einen Dreamer, aber auch jemand, der es tut, der es umsetzt, und hast aber sicher nicht die günstigsten Voraussetzungen gehabt. Und deswegen möchte ich mal ganz vorne beginnen bei deiner spannenden Lebensgeschichte. Ja. Du hast mit deiner Familie vom Iran, von deiner Heimat fliehen müssen, als du 2 Jahre alt warst. Und bist dann nach Österreich gekommen, und gerade am Anfang warst du viel mit Vorurteilen und Ausgrenzung eigentlich konfrontiert. Magst du mal das beschreiben, wie das war, dich in Österreich zu integrieren und deinen Platz hier zu finden? Also ich muss gleich vorab eines sagen, für jede negative Erfahrung, die ich gemacht habe, gab es 10 positive. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und ich denke, dass die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, jetzt nicht nur was mit Österreich zu tun haben, sondern du etwas wie Fremdenhass oder die Angst vor dem Fremden, sagen wir es so, glaube ich, auf der ganzen Welt hast. Das heißt in der Türkei, im Iran, das heißt in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, das heißt überall. Das ist, glaube ich, das Menschliche. Das Ding ist ja, wenn du geboren wirst als Kind, hast du ja keinen Schimmer, ob du in Österreich geboren wirst oder in Syrien oder im Irak oder wo auch immer. Du weißt es ja nicht. Du kennst ja nicht mal dein eigenes Geschlecht. Das sind ja andere Menschen, die deinen Vornamen für dich festlegen. Dann fliehen deine Eltern, das hast du auch nicht ausgesucht. Dann kommst du irgendwo hin, namens Österreich, und du denkst, alles ist cool. Du hast deine Eltern, ihr habt eine kleine Wohnung, einen kleinen Fernseher, der zwar nicht funktioniert hat, aber okay. Und du hast irgendwie alles. Du hast was zum Essen, zum Trinken, du hast die Liebe deiner Eltern. Du weißt nicht, dass du ein Fremder bist. Und dann kommst du in den Kindergarten und hörst das erste Mal, du bist braun. Und du verstehst das nicht. Du hast keine Ahnung, was sie damit meinen. Dann hast du ein paar Streitereien und irgendein Kind sagt, du bist der Ausländer. Und du weißt nicht, was das bedeutet. Und da kriegst du zum ersten Mal mit, was es bedeutet, wenn eine Außenwelt dich in eine Schublade steckt. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Kannst du nicht. Du kannst dich auch nicht dagegen wehren, ob du jetzt Ausländer bist oder ob du sagst, ich bin eine Frau. Und jemand sagt plötzlich zu dir, naja, weil du ein Mädchen bist, solltest du nicht in den und den Berufen arbeiten, weil Frauen tun uns nicht. Das ist dieses Schubladendenken. Und damit wirst du als Kind ziemlich bald konfrontiert. Und das Ding ist halt, du verstehst es nicht. Und meine Eltern haben mir halt damals erklärt, woher das Ganze kommt, und haben mir aber auch ganz klar erklärt, dass das nicht die Kinder sind, die das so meinen, sondern die Kinder das wahrscheinlich selber irgendwo gelernt haben. Und dann merkst du relativ schnell, was es bedeutet, wenn wir einfach nur das nachplappern, was uns andere sagen. Gerade bei erfolgreichen Menschen fällt mir oft auf, dass die so ganz schwierige Grundvoraussetzungen hatten, vielleicht auch deshalb, weil sie diesen Themen stellen haben müssen. Wer bin ich? Wie finde ich meinen Platz? Siehst du das ähnlich? Oder
Für mich ist die spannende Frage, warum schaffen es manche, dieses Antrieb zu nehmen, und andere verfallen in Selbstmitleid und ja, kommen in den falschen Freundeskreis. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um dich selber kennenzulernen und deinen Weg zu finden? Es gab eine Sache, die ich von in meiner Kindheit immer gehört habe, von meinen Eltern, und das war: Ich bin gut genug, wie ich bin. Ich arbeite viel mit Jugendlichen zusammen, und was ich merke ist, es müssen nicht mal die Eltern sein, aber wenn sie irgendeine erwachsene Person im Umfeld haben, zu der sie aufblicken, und diese Person gibt diesen Menschen nur das Gefühl, du bist gut genug, wie du bist. Du musst nicht erst was werden, sondern du bist es schon. Wenn du eine solche Person hast und die glaubt an dich bedingungslos, dann ist es, dann sieht man bei Kindern, es macht was mit ihnen. Da können sie so viele Rückschläge haben, so viele Fünfer schreiben, sie wissen, das passt. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter zum Beispiel und mein Vater immer zu mir gesagt haben: Ali, egal wie die Dinge laufen, du bist super. Das passt schon. Wenn ich einen Fünfer geschrieben habe, hat meine Mama gesagt: Ja, mein Gott, ist ja egal. Ja. Dann bin ich heimgekommen und habe eine 2 gehabt oder eine 3. Hat sie gesagt: Na, schau, geht ja. Und ich habe in meiner Jugend halt all diese Dinge gehabt, wie Schule hingeschmissen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, mein Vater ist leider psychisch krank geworden. Tausende Dinge, wo andere, die das selber erlebt haben, haben begonnen, Drogen zu nehmen, haben begonnen zu rauchen. Und wenn du gesagt hast: Bitte, warum rauchst du mit 13? Ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ja, so. Und es ist schon nachvollziehbar, aber ich denke, dass wir Menschen immer nur wachsen durch Widerstände, für die wir noch nicht bereit waren. Also wenn du in ein Fitnesscenter gehst, dann siehst du doch, dass jemand, der wirklich große Muskeln hat, der hat nicht von Tag 1 mit 100 Kilo angefangen, der hat mit 10 Kilo begonnen und dann waren seine Muskeln bereit, erst ein Gewicht zu nehmen, das eigentlich zu schwer für ihn ist. Mhm. Was bei den Muskeln natürlich passiert ist, es gibt einen Muskelriss, das verheilt, aber dann bist du ready für das nächste Gewicht. Und ich denke, wir Menschen müssen immer erst bereit werden für die nächsten Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Wenn wir von Anfang an 100 Kilo nehmen, dann zerbrechen wir darunter. Und wenn du oft mit Leuten redest, denen mal das Herz gebrochen worden ist, ich denke, dass uns allen mal das Herz gebrochen worden ist. Wir haben alle Tage gehabt, die so schlimm in unserem Leben waren, wo wir alle gesagt haben, wir wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Wurscht, ob du Flüchtling bist oder jetzt Inländer. Nur, was wir nicht oft sehen, ist, wir stehen ja immer noch. Und das ist ja die wahre Kunst des Lebens. Über diese Dinge drüber zu steigen und zu sagen, okay, das, was vor einem Jahr für mich unlösbar war, ist heute für mich was Normales geworden. Mhm. Und weißt du, bei mir war das halt so, wir hatten keine Alternative. Also wir hatten niemanden, wo man sagt, wenn du jetzt zerbrichst, hast irgendwelche Familienmitglieder, die dich auffangen. Meine Eltern haben schon einmal alles in ihrem Land verloren. Mein Vater war psychisch krank, meine Mutter hat gesagt, wir müssen das Beste draus machen. Und was wichtig ist, war dieser Selbstrespekt. Wurscht, ob du Secondhand-Klamotten trägst, ob du jetzt den Namen Ali hast, ob du weißt, dass du am Jobmarkt wegen deines Vornamens 6-mal schlechtere Chancen hast, Job zu kriegen. Das ist wurscht. Wenn du deine innere Stärke hast und dir denkst, du vertraust schon auf das große Ganze, dann geht's. Und ich habe mein Leben lang, ich weiß nicht, woher das kam, meine Familie hatte immer diese Hoffnung im Leben, wenn wir uns ein bisschen einem größeren Ganzen vertrauen, dann wird es schon irgendwie gut gehen. Und das sind echt die Dinge, die dich überall durchbringen. Mhm. Es ist ja eigentlich unglaublich, dass du als Kind ganz schlimm gestottert hast. Du sagst ja selber, teilweise hast du das immer noch in dir, aber du hast einen Weg gefunden, das irgendwie auszumerzen. Aber du hast ja auch deshalb die Schule abgebrochen, sofern ich es richtig verstanden habe, weil du so Schiss vor der mündlichen Matura oder vor Prüfungen gehabt hast. Und heute stehst du an, weiß nicht, 150 Tagen oder mehr auf den größten Bühnen und rockst die Bühne als Speaker. Wie geht das? Also das mit dem Stottern ist, ich habe in den letzten Jahren, wenn ich in Schulen bin, mit so vielen Eltern gesprochen, Lehrern, oder Kindern, die überhaupt selber stottern, oder die Lehrer und ich reden dann über Kinder, die stottern. Was Witzige ist, was ich oft höre, ist, dass die Lehrer, die Eltern oder die Kinder schon alles probiert haben, aber das Stottern nicht weggeht. Die haben alle Techniken probiert, alle Experten konsultiert, hat nicht geholfen. Und beim Stottern ist es oft so, das kann plötzlich auftreten und ist plötzlich weg. Bei mir ist es damals aufgetreten, da haben sich meine Eltern kurz vor Weihnachten scheiden lassen. Und das war ein Schock für mich und für meinen Bruder. Der hat auch zum Stottern begonnen, das muss man vorstellen. Also zuerst haben wir eine Zeit lang überhaupt kein Wort mehr sagen können, dann haben wir gestottert. Und wir haben alles probiert. Wir waren bei Experten, Lokopäden, Atmungstechnik. Nichts hat geholfen. Und das Schlimmste ist beim Stottern ja nicht das Stottern, sondern wenn Kinder dich auslachen. Wenn es in der Klasse, wenn wir Deutsch haben, du musst was vorlesen und die in der letzten Reihe sagen, oh, der Ali, der kann ja nicht einmal reden.
Und dann beginnst du zu stottern, alle lachen und ich habe dann Asthma bekommen, habe ein Asthma-Spray gehabt, das war für mich so mein Schutz, dass ich den Lehrern immer gesagt habe, ich habe Asthma, ich kann nicht oder bin, wenn ich vorlesen musste, bin ich, also ich habe immer gewusst, gut, jetzt bin ich der Vierte, der dran ist, bin ich aus der Klasse raus, sage ich muss aufs Klo und habe vor der Tür gewartet, bis die quasi fertig waren und der nach mir dran war, da habe ich immer zugehört, und dachte, ach, jetzt kann ich wieder rein. Ja. Und es ging eine Zeit lang so gut, also gut so, und dann gab es Lehrer, die zu mir gesagt haben, gut, Ali, keine Angst, du brauchst in der Klasse nicht mehr vorlesen. Wenn du willst, weil irgendwie, das müssen wir prüfen, ob du das kannst, dann solltest du unter vier Augen machen mit den Lehrern. Und dann habe ich aber erfahren, dass die Matura auch mündlich ist. Und ich habe gesagt, nein, ich mache nur alles schriftlich. Und dann hieß es, nein, also du musst mindestens eine Sache oder zwei, glaube ich, damals hieß es, du musst das mündlich machen. Und dann war eben diese Vorstellung da, du stehst vor einer Kommission, die du nicht kennst, teilweise fremde Lehrer. Ich habe damals gehört, jeder Schüler und jede Schülerin kann sich reinsetzen. Und das war für mich ein Horrorszenario. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und da habe ich eine ziemliche Kurzschlussreaktion hingelegt und habe die Schule hingeschmissen. Also ich bin eines Tages echt nach Hause und habe gesagt, geh da nicht mehr hin. Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und so habe ich es dann hingeschmissen. Und dann sind die Jahre vergangen und ich habe dann die Abendschule nachgeholt. Und in der Abendschule plötzlich hast du lauter erwachsene Menschen, die alle freiwillig dorthin gehen. Die wissen, wie hart das ist, jeden Abend die Schule nachzuholen. Und wenn dann auch noch dort einer hockt, der stottert, dann geht keiner her und lacht dann aus, sondern sagt, hey, Hut ab, weil du das überhaupt noch machst. Mhm. Und plötzlich merkst du, das Stottern ist kein Problem. Außer du machst das zu einem. Mhm. Zu mir hat einmal ein ganz wichtiger Mentor gesagt, und da war ich 14 oder 15, die Sprache ist das halbe Leben. Mhm. Und ich habe mir gedacht, was will der von mir, was heißt das? Geld vielleicht, Geld ist das halbe Leben, aber warum die Sprache? Und wenn du dann einmal drüber nachdenkst, jedes Liebesgeständnis kommt mit Sprache. Ja, ja. Jeder Konflikt, den man bestreitet, kommt mit Sprache. Bewerbungen. Schöne Gespräche, tiefgründige Gespräche, wie wir sie führen, sind möglich aufgrund von Sprache. Und je mehr man sie beherrscht, desto tiefer geht man. Das ist so lustig, dass du das sagst. Aktuell, wenn man sich die Welt ein bisschen anschaut, hat man das Gefühl, unsere Welt ist ein bisschen roher geworden, ein bisschen rauer geworden. Egal ob politisch jetzt oder bei Jugend oder auch immer. Und genauso sieht man auch gerade eine Verrohung der Sprache. Wenn du oft mit den Leuten redest über eine Schule zum Beispiel, dann hörst du oft, die Jugendlichen, die können überhaupt nicht mehr gescheit reden und. Und das siehst du auch bei den Eltern oft daheim. Mhm. Das ist lustig. Ich glaube, dass wie gerade die Welt sich verändert, dieses mehr Ellbogen, sich auch in unserer Sprache widerspiegelt. Voll. Du hast über 40 Jobs selber ausprobiert. Mhm. Hast auch den schönen Satz in deinem Buch geschrieben, als Putzmann, dass du das als richtig coolen Job empfunden hast, weil du ganz, ganz viel lernen hast können. Wir rennen in dieser Welt rum und irgendwer erklärt uns dann, welcher Job einen hohen Status hat. Ja? Aktuell ist es der Top-Manager-Job, wenn du in der Wirtschaftsmagazin kaufst, Mann des Jahres, das ist immer Manager. Das ist nie ein Feuerwehrmann, das ist kein Arzt, kein Lehrer. Früher in der alten Geschichte waren die, auf die man hochgesehen hat, das waren die Lehrer. Jemand, der dir etwas mitgegeben hat für die Zukunft. Jemand, wo du wirklich dankbar bist, wenn es funktioniert, das ist ein Feuerwehrmann, das ist ein Polizist, eine Krankenschwester, jemand, der in der Krankenhilfe ist, Arzt. Das sind Dinge, die das Leben nach vorne bringen. Und genauso gibt es ganz viele andere Jobs, die wir niemals betrachten, die aber auf das ganze Große einzahlen. Und ich habe damals den Boden geputzt und es gab Leute, die haben gesagt, ah, so ein schlimmer Job, quasi haben darüber geschimpft und ich bin ja nur Putzmann. Und dann gab es andere, die haben denselben Job gemacht, aber die haben mir beigebracht, weißt du was, wir machen den Job jetzt sowieso. Aber wir können den Job uns auch denken, dass wir eigentlich die besten Verkäufer des Unternehmens sind. Und dann stehst du da und denkst dir, was? Der eine schimpft drüber und ist froh, wenn der Job vorbei ist. Der andere sagt, er ist der wichtigste Verkäufer. Und was ich damals gemerkt habe, als Putzmann war zum Beispiel, es ist wirklich so, wenn du den Job gut machst und da kommt am nächsten Tag irgendein Kunde ins Unternehmen und du machst den Job gut, dann hat der das erste Mal im Unternehmen ist, wirklich eine sehr gute Sicht aufs Unternehmen. Wenn du als Putzmann jetzt deinen Job schlecht machst, hat der sofort einen ersten schlechten Eindruck und das wirkt sich auf alle aus. Und was du dort in dem Job halt auch lernst, ist, wie Menschen mit dir umgehen. Ich denke, eine Gesellschaft erkennst du immer daran, wie sie ihre schwächsten Glieder quasi behandelt. Und es gab Leute, also der oberste Chef damals in der Firma hat sich jeden Tag bedankt bei den Putzleuten. Jeden Tag hat er gesagt, er weiß ganz genau, was wir leisten. Und andere Leute, die drei Stufen unter ihm waren, die sind an uns vorbeigegangen und hatten ein Stück Dreck. Und allein da lernst du als Spiegel der Gesellschaft zu agieren. Und das gilt aber für jeden Job da draußen, glaube ich, dass du, wenn du willst, du es echt nutzen kannst. Und du hast sehr viel davon gut genützt und hast dich quasi hochgearbeitet zu einem dieser Manager, fesch im Anzug und einen tollen Audi A4 gefahren und hast irgendwie gespürt, das ist es nicht mehr. Und hast
trotz einem hohen Lebensstandard und was man so in der Gesellschaft sagen würde, ein sicherer, cooler Job, ja, einer, der erstrebenswert ist, gespürt, das ist es nicht mehr und hast von einem Tag am anderen Watchado gegründet. Ja, das Ding ist, also wenn du mit irgendeinem Kind redest und dem Kind jede Angst nimmst und dem Kind fragst, welche Träume sie haben, man ganz ehrlich, Kinder laufen herum, die spielen, die Kinder zeichnen, ja, und dann zeichnet ein Kind mal ein Haus mit runden Fenstern, bis ein Erwachsener herkommt und sagt, runde Fenster gibt es nicht, alle sind viereckig. Wenn du heute mit Erwachsenen redest und sagst, wie schaut dein Haus aus, alle Erwachsenen zeichnen das Haus gleich. Ja? Und dann zum Erwachsenen sagst, zeichnen sie einen Hund. 90% der Erwachsenen zeichnen den Kopf auf der linken Seite. Ja, das ist nicht, weil wir es bei der Geburt gewusst haben, sondern eingetrichtert. Und genauso ist es auch bei dem Arbeitsmarkt. Wir kommen irgendwie raus und keiner von uns würde freiwillig hinterm Computer den ganzen Tag, die Woche 40 bis 50 Stunden sitzen. Außer es ist sein Ding, das er machen will. Aber es gibt genug Leute, die das nicht wollen. Das kennst du, die unzufrieden sind. Es gibt Studien global, die sind seit 10 Jahren fast unverändert. Die sagen, 60-80% der Menschen weltweit sind unglücklich in ihrem Job. Das musst du mal vorstellen, das ist eine irre Zahl. Und ich war damals so ein Top-Manager-Typ und habe gedacht, jetzt hast du es geschafft. Das tolle Auto, toller Anzug auf der Visitenkarte. Ist kein Engagement-Manager. Ich war 27, rote Krawatte, man hat Haare nach oben. Ich habe ausgeschaut. Und das Problem ist, wenn du nicht aufpasst und Leute sagen dir, wie Erfolg ausschaut und die Menschen sagen es dir oft genug, da beginnst du dir ja diesen Blödsinn zu glauben. Du beginnst in den Fußstapfen der anderen zu gehen, du gibst deine Träume auf und du beginnst Hoffnungen und Träume anderer Menschen zu leben und du wirst vom Subjekt, das du bist am Tag deiner Geburt, bist du ein Individuum, du bist einzigartig, wirst du plötzlich zu einem Objekt von Erwartungen. Solange du die brav erfüllst, heißt super brav und hast noch einen Bonus und toll und jetzt hat er es geschafft und weiter und Karrierepfad und so und Zeug. Aber irgendwann wachst du auf und das passiert meistens, wenn dir das Leben eine gescheite Watschen gibt. Und bei mir war das, dass mein Vater von heute auf morgen gestorben ist. Und das Letzte, was mein Vater und ich hatten, war ein Streit. Und dann stirbt er plötzlich und du stehst dort im Krankenhaus und denkst dir echt, du konntest dich nicht mehr verabschieden. Und der Arzt schaut dich an und sagt, die wenigsten können das. Und plötzlich schnallst du, dass du selber nicht mehr weißt, wie lange du lebst. Du weißt nicht, ob du noch 70 Jahre lebst oder 7 Stunden. Und damals hat es mich komplett zerlegt. Ich habe damals einen Burnout hingelegt. Ich habe damals echt nicht mehr gewusst, wie man geschieht. Das war dieses ganze Lebenskonzept, so muss es ausschauen, das war hinüber. Du stehst da und denkst dir, echt jetzt? Wenn ich jetzt morgen tot umfalle, sollen die Leute bei meinem Grabstein stehen und sagen, der hat die Aktienpreise nach oben drin, der hat einen fetten Audi A4 gehabt, der hat Karriere gemacht, der hat es geschafft. Also ganz ehrlich sein, er wollte ich nicht sein. Und wenn du das einmal, dir einmal bewusst bist, dass jeden Tag, wo du aufwachst, dass ein Tag weniger ist vom Rest deines Lebens. Und ganz ehrlich, die größte Inspiration ist zu wissen, wir sterben. Das ist keine Schwarzmalerei, das ist wundervoll. Dass du weißt, du bist irgendwo auf diesem Planeten ausgesetzt worden und kein Mensch weiß, wie lange das dauert und es ist ein Riesenglück im Herzen Europas zu sein. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann müsstest du ja wahnsinnig sein, weiterzumachen. Du müsstest ja einen kompletten Vogel haben, wenn du wirklich realisierst, was abbrennt. Und dann beginnst du halt dir zu überlegen, was du aus deinem Leben machen willst. Und das eine war, ich wurde damals Lehrer, weil ich mir echt gedacht habe, wenn du einem 14-Jährigen was mitgibst, der 14-Jährige ist in den nächsten 10 Jahren ein Erwachsener dieser Welt. Du hast auch mal 13. Alle haben gesagt, das Kind. Heute kannst du selber Kinder in die Welt setzen. Du kannst eine Regierung wählen. Du kannst selber Arbeitgeber sein, Arbeitnehmer sein und, und. Und Watchado war eine Idee, die mich immer begleitet hat. Und irgendwann denkst du echt, auf was willst du noch warten? Ja, und dann machst du es einfach. Ali, wenn man dir so zuhört, dann sollte es ja das Normalste der Welt sein, dass jeder seinen Traum lebt, jeder sein coolstes Leben lebt, wie immer er das definieren möchte. Aber du hast selber gerade gesagt, die Realität schaut für mindestens 60-80% der Menschen anders aus. Was würdest du jemandem sagen, der in seinem Job komplett unglücklich ist oder irgendwie spürt, das ist es eigentlich nicht, aber nicht wirklich weiß, was er machen soll? Außer, dass er auf Watchado geht und sich einmal inspirieren aus einer anderen Lebensgeschichte. Also das Buch lesen, nein. Ich glaube, dass wir Menschen erst dann was verändern, wenn es weh tut. Du kannst einem Menschen tausendmal sagen, dass Feuer heiß ist. Erst wenn er oder sie reingreift, dann kommt die Person drauf, oh, ist ja wirklich heiß. Aber wie weh muss es noch tun? Das Ding ist, wenn muss es immer Burnout sein? Nein, hoffentlich nicht. Ja. Ich war mal vor Jahren in Kuba. Ich habe mein Fahrrad mitgenommen, habe es in Havanna zusammengebaut und bin von Havanna runtergeradelt, die Küste entlang. Die Leute dort haben nichts. Die dürfen nicht einmal unternehmerisch arbeiten. Es ist Kommunismus, alle kriegen dasselbe. Du kannst kein eigenes Unternehmen starten, wo du auch mal mehr verdienst. Und wenn du denen erzählst, wie es uns geht,
dann glauben die dir das nicht. Reisefreiheit, wir dürfen unser Leben selber leben, wir dürfen Unternehmen gründen und, und. Ja? Das glaubt da keiner. Und trotzdem sind sie dort sehr erfinderisch. Die haben nichts, aber die stellen dort Dinge auf die Beine, wo du denkst, bist du narrisch? Bei uns wird das keiner mit 100.000 Euro auf die Beine stellen. Stellen die dort quasi mit 100 Euro auf die Beine. Wenn du dir die Welt ansiehst, Innovationen passieren immer dort am coolsten, wo die Leute keine Ressourcen haben. Wir leben in einer Welt in Europa, wo wir Ressourcen haben. Bei uns, jemand, der heute geboren wird, der kennt keinen Mangel. Der kommt in der Welt, geht in einen Supermarkt, hat 10 verschiedene Packerl Milch, 20 verschiedene Reis und dann heißt, oh Gott, da kommen Flüchtlinge, die nehmen uns jetzt alles weg. Der kennt das gar nicht, wie das vielleicht nach dem Krieg mal war, wo es nichts gab, wo es ein Packerl Milch gab für eine Woche und alle mussten sich die Dinge erkämpfen. Wir haben das Riesenglück, dass der Fortschritt der letzten Jahre uns Menschen dahin gebracht hat, dass wir nicht mehr kämpfen müssen zum Überleben. Aber was dadurch passiert ist, ist, wir sind bequem geworden. Und die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Marketing, viele da draußen wissen, wenn du Leute lange genug bei Brot und Spielen hältst, dann machst du das, was Cäsar gemacht hat. Du hältst die Menschen ruhig. Und unsere Jobunzufriedenheit ist ein bisschen geworden, so wie ein Virus, eine Art so Grippe, die wir halt aushalten. Wir sagen, es taugt uns nicht, aber wir machen es trotzdem. Es gibt Beziehungen, wo die Leute seit 10 Jahren eigentlich schon eine tote Beziehung haben, aber weil es bequem ist, machen sie es halt, bis einer fremd geht. Dann plötzlich kommt alles hoch. Was wir Menschen wirklich hinkriegen müssen, ist, wir müssen, wenn wir wirklich eine Veränderung wollen in unserem Job, müssen wir verstehen, warum. Die meisten, die ich kenne, sagen, sie sind unzufrieden in ihrem Job, aber nicht, weil wirklich was schief rennt, sondern weil sie eher eine Idealvorstellung haben vom Leben, die niemals eintritt. Auch wenn du dich selbstständig machst, auch wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dein eigenes Buch schreibst, na glaubst du allen Ernstes, dass ab morgen alles super ist? Du hast halt andere Baustellen. Die Frage ist nur, welche Baustellen willst du haben? Und solange wir in einer Instagram-Welt leben, wo die Leute allen Ernstes den Blödsinn glauben, den sie dort sehen, werden sie immer unzufrieden sein, aber sie haben keine wahre Unzufriedenheit, sondern nur diese Entfernung von einem Idealbild. Und die Leute, die zu mir kommen und sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden in meinem Job und das Ganze, mit denen gehe ich in ein Gespräch rein und versuche wirklich herauszufinden, was dem seine Träume sind. Und weißt du, was echt schlimm ist? Die meisten Leute haben aufgehört zu wissen, was ihre Träume sind. Du musst mit Jugendlichen oft reden und sie dahin bringen. Und ich werde oft eingeladen an Unis, um mit 25, 26-Jährigen zu arbeiten. Und oft komme ich an so Wirtschaftsunis, wo die ganz coolen Jugendlichen sind. Und dann sage ich, wo sind eure Träume? Welche habt ihr? Na, wissen wir nicht, in einem Konzern und, und. Und dann gibt es eine Übung, die ich mit ihnen mache. Ich sage zu ihnen, ihr nehmt euch jetzt eine Stunde Zeit. Geht irgendwo auf den Campus, wo ihr alleine seid, mit einigen Blatt und Papier, und schreibt euren Nachruf. Morgen ist der letzte Tag eures Lebens. Ihr werdet beerdigt eine Woche später. Die Leute stehen bei eurem Grabstein und es ist euer Nachruf. Was soll da drin stehen, wie ihr euer Leben gelebt habt? Dann kommt ihr nach einer Stunde zurück und manche, die es dann vorlesen wollen, beginnen zu heulen und sagen, niemals hat jemand sie gefragt, was wirklich ihre Träume sind. Und ich glaube, das ist die größte Problematik. Nicht, dass die Unzufriedenheit da ist, sondern dass die Leute nicht wissen, was sie wollen. Und da kann man Leute hinbringen. Leuten zu sagen, du musst das wissen für dich selbst, macht Leuten oft Angst, weil ihnen abtrainiert wurde, Träume zu haben. In der Schule sagt keiner, was an deine Träume. In der Schule heißt, hast du einen Einser und null Fehler und machst das, was wir wollen, dann bist du gut genug. Mhm. Und deshalb, was Menschen brauchen, ist Begleitung. Also wenn einer wirklich sagt, er ist unzufrieden, dann ist die Aufgabe, den zu begleiten, dem zu helfen, dem Türe, Toren, Fragen zu stellen, damit dieser Mensch sich selbst dahin entwickelt. Mhm. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass UNO eines deiner Lieblingsspiele ist, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel. Ja, das stimmt. Nachdem du ja gestern Geburtstag gehabt hast. Na! Special Edition UNO Action. Alter, was ist das? Ja, das ist was Orges. Mitspieler mit verrückten Aufgaben. Und das abschließende Aufgabe... Danke. Wenn du Zeit hast, spielen wir dann eine Runde. Als abschließende Aufgabe würde ich dir jetzt gern jeweils eine UNO-Karte zeigen. Und du sagst mal spontan, was dir dazu einfällt, vielleicht in Bezug auf dein Leben, auf deine Träume. Quasi okay. So wie ein Wordrap, nur mit Karten. Passt. Bist du bereit? Ich halte mich kurz. Plus 2? Ah, da geht noch mehr. Überspringer? Ist eine gute Zeit zum Entspannen. Richtungswechsel? Das ist so, wie das Leben jeden Tag ist. Plus 4? Das ist okay. Und den letzten habe ich vergessen. Da gibt es nur einen, mit dem man die Farbe aussuchen kann. Kennst du die Karten? Ja, sicher. Farbe aussuchen. Was kannst du mit der Karte anfangen? Für mich steht das für die Vielfalt der Welt. Ich glaube, wenn du geboren wirst, ob du jetzt braun bist, weiß bist,
andere Farbe hast, das ist ein Würfelspiel. Also, ich glaube, das steht für die Vielfalt der Welt. Schön, Ali. Schön, hey, dass danke du da warst. Danke fürs Uno. Mega Spaß. Das ist voll geil. Cool. Danke. Uno Action. Das ist die Drucken. Danke dir. Upsala. Hey, das ist echt ein geiles. Gar nicht gewusst, dass das gibt. Nein. Normales Uno kann jeder.